Leute, einige von euch sind in meine Instagram-DMs geslidet und wollten unbedingt mal einen Brandcheck über Statement Clothing haben, weil ihr der Meinung wart, die haben die krassesten Oversize-Hoodies für den besten Preis. Und ich dachte, ich check das mal aus. Deswegen wieder hier ein neuer Brandcheck. Und wir bewerten wie immer das Packaging, die Quality, die Nachhaltigkeit, das Design und die Preis-Leistung. Von daher fangen wir direkt mit dem Packaging an. Die Bestellung kommt ganz unauffällig in einem ganz normalen Standard-Hardkarton. Da drin sind die einzigen Pieces verpackt, jeweils alle mit einem Plastik-Zip-Beutel, von daher relativ Standardverpackung, nicht auf Plastik verzichtet, nichts Besonderes gemacht, von daher hier 3 von 5 möglichen Punkten. Dann kommen wir auch schon direkt zur Qualität und da sind erstmal die positiven Punkte. Wir haben an jedem Produkt einen hochwertigen Stick verarbeitet, plus alle Nähte und Co. sitzen wirklich sehr, sehr gut. Da habe ich erstmal nichts zu meckern. Jetzt kommen wir aber auch zu den Kritikpunkten bei der Qualität. Erstmal, wir haben eine Mischfaser, 60% Baumwolle, 30% Polyester, das schon mal sehr, sehr schlecht. Finde ich überhaupt nicht gut, dass hier noch Mischfasern so krass eingesetzt werden. Da am besten wirklich komplett auf Baumwolle gehen. Bin ich überhaupt kein Fan von diesen Mischfasern. Wisst ihr ja, denke ich mal. Und dann der nächste Kritikpunkt ist einfach, ja, wie auf der Website die Produkte beworben werden. Wir haben hier einen Heavy Zip Hoodie und ja, das Fabric ist 360er GSM Mischfasergewebe. Muss ich wirklich sagen, das finde ich schon sehr, sehr dreist, den hier überhaupt als Heavy zu deklarieren. Bei der GSM-Anzahl und dem Feeling der Haptik. Es ist alles andere als Heavy Zip. Es ist einfach normaler, stinknormaler Zip-Hoodie mit einem ganz normalen Standard-Mischfaserstoff. Von daher hier auf jeden Fall auch schon mal ein halber Punkt Abzug wieder. Und dann gehen wir weiter. Wie sieht der Stoff an sich aus? Wir haben hier komplett gebrushtes Material in der Innenseite. Finde ich immer sehr, sehr schwierig. Gefällt mir nicht sehr gut. Hier sieht man auf jeden Fall auch die Qualität. Es wurde jetzt nicht so oft geprewashed, dass da keine Flusen mehr rauskommen. Finde ich auch jetzt nicht unbedingt so schlimm. Aber generell bin ich einfach kein Fan von diesen gebrushten Sachen. Vor allem, wenn wir jetzt hier noch so eine Mischfaser haben, eine Polyester-Cotton-Mischung, ist wirklich sehr, sehr unaussagekräftig jetzt zu gucken, wie die Qualität vom Stoff an sich ist. Aber wie schon gesagt, wir haben hier eine Mischfaser, wir haben ein gebrushtes Inside. Es wird hier als Heavy deklariert. Wirklich all in all bei der Qualität kann ich hier leider nur 2 von 5 Punkten geben. Dann kommen wir jetzt auch schon direkt zum nächsten Punkt und das ist die Nachhaltigkeit. Und da fange ich auch erstmal wieder bei den positiven Punkten an. Wir haben hier komplett made in Turkey die Produkte, also in der Türkei, alles produziert. Hier schon mal dicker Pluspunkt, dass hier nicht irgendwie nach China oder sonst wo ausgewichen wurde. Das heißt, wir bleiben hier auf den europäischen Kontinent. Gehe ich mal von aus. Türkei gibt es ja auch in Asien. Aber wie gesagt, schon relativ nah am Zielort der Gruppe Deutschland dran. Da schon mal ein Pluspunkt. Plus von der Verarbeitung her, die Sticks und Co. ist es relativ gut verarbeitet. Das heißt, wir haben jetzt hier kein Produkt, was irgendwie nach dreimal waschen, so wie es erstmal aussieht, vom Augenschein auseinanderfällt. Von daher hier schon mal ein paar Pluspunkte. Dann kommen wir auch direkt zu den Negativaspekten und da habe ich es gerade ja schon erwähnt, die Mischfaser. Und ich habe es euch ja schon öfter gesagt, Mischfasern kann man überhaupt nicht recyceln. Das heißt, wenn die Produkte irgendwann nicht mehr getragen werden können, kann man damit nichts mehr anfangen, außer die zu verbrennen oder die zu Putzlappen zu verarbeiten. Dafür ist das Produkt am Ende dann halt noch zu gebrauchen. Von daher hier auf jeden Fall dicker Minuspunkt. Wir haben hier nicht nur kein Organic Cotton, sondern hier wurde einfach auf Mischfaser gesetzt. Das ist, wie gesagt, extrem schlecht. Plus jedes Piece war auch wieder natürlich in einer Plastikbag, in so einem Zipbeutel eingepackt, wie es bei den meisten Marken so üblich ist. Muss man auch eigentlich nicht unbedingt machen. Vor allem, wenn man in der Türkei schon produziert, kann man auch auf so ein Packaging in der Regel verzichten. Macht natürlich kaum eine Marke. Allerdings, wie gesagt, in puncto Nachhaltigkeit fällt das natürlich mit rein. Von daher hierfür auch ein Punkt Abzug, weswegen wir bei der Nachhaltigkeit bei 2 von 5 Punkten sind. Und dann kommen wir auch schon direkt zum Design. Und da muss ich erstmal sagen, wirklich Farbtöne und Fit sehr, sehr nice. Vor allem, wie gesagt, die Farbtöne hier. Wir haben richtig schönen Lila-Ton, richtig schönen Blauton. Da habe ich mir ein paar farbige Varianten bestellt, um wirklich mal zu gucken, wie die Farben so rauskommen. Habe ich nichts zu meckern. Farben sind wirklich, also die Farben wirklich sehr, sehr nice, sehr kräftig angekommen. Da habe ich nichts zu meckern. Beim Schnitt auch, wir haben einen sehr nicen Oversize-Schnitt, schöne Dropped Shoulders. Länge könnte man natürlich noch ein bisschen drüber streiten, ob man es eher ein bisschen mehr boxy haben möchte, ein bisschen kürzer gehen könnte. Aber ansonsten, wie gesagt, vom Fit her wirklich sehr nice gemacht. Ist, denke ich, genau der Geschmack der Zielgruppe getroffen. Von daher hier auf jeden Fall schon mal dicke Pluspunkte bei dem Design. Wir haben nur mal einfach Basics. Da ist Farbe und Fit natürlich das Wichtigste. Sonst gibt es ja auch nichts zu bewerten. Außer vielleicht den Stick. Relativ dezent gehalten. Auch sehr nice. Wirklich da wenig zu meckern. Allerdings gibt es hier dennoch wieder einen Punkt, der mich sehr stört an den Hoodies und auch dem Zip-Hoodie. Und zwar die Kapuze. Da haben wir zwei Probleme. Einerseits, wir haben eine Kapuze mit einer
verdoppelt naht, was ich optisch immer ja sehr, sehr unschön finde. Gibt den ganzen Kopf immer so eine sehr komische Form, finde ich. Sieht relativ eng und ja, sieht einfach komisch aus. Gefällt mir überhaupt nicht, diese Doppelnaht bei dem Design von Hoodies. Plus zusätzlich auch die Größe von der Kapuze wurde viel zu klein gewählt, wie ich finde. Ich feiere es einfach überhaupt nicht, wenn die Kapuzen so klein sind, dass die gerade mal so eben über den Kopf passen. Ich finde, so eine Kapuze muss auch dementsprechend groß ausfallen und entspannt auf dem Kopf sitzen, dass man einfach die Möglichkeit hat, vielleicht noch irgendwie eine Beanie oder Co. einfach zu tragen und die Kapuze noch drüber ziehen und es trotzdem noch relativ entspannt und cool aussieht. Und ja, das haben wir hier überhaupt nicht. Also Kapuzen aufsetzen, finde ich, bei den Hoodies geht überhaupt nicht. Sieht extrem schlimm aus, so vom Fit, wie sie sitzen. Geht es einigermaßen, ist aber auch, wie gesagt, wegen der Doppelnaht nicht so ästhetisch, wie es sein könnte. Von daher gebe ich hier 3 von 5 Punkten beim Design. Dann sind wir auch schon beim letzten Punkt der Preis-Leistung angekommen und da wisst ihr es wahrscheinlich, die Preise sind extrem günstig. Wir liegen hier bei dem Heavy-Zip bei 44,95 Euro und bei dem Oversize-Hoodie bei 34,95 Euro. Also haben wir wirklich extrem, extrem günstige Preise. Allerdings in Verbindung mit der Qualität sind die Preise dennoch relativ hoch angesetzt, sage ich mal, weil einfach wir einige Abstriche beim Material oder den Zippern zum Beispiel beim Zip-Hoodie machen, plus wir hier ein Produkt als Heavy Zip Hoodie verkauft kriegen, was aber eine ganz normale Mischfaser hat mit einem Standard GSM-Anteil von 360 GSM. Von daher finde ich die Preis-Leistung hier jetzt nicht extrem gut, muss hier daher auch 3 von 5 Punkten geben. Und wer da jetzt anderer Meinung ist bei der Preis-Leistung, checkt auf jeden Fall mal den Brandcheck hier oben ab von Alexander Spade. Die haben zum Beispiel einen Zip-Hoodie auch mit einer ja, GSM-Anteil von ca. 360 GSM müssten es gewesen sein, aus Organic Cotton Material, 100% Organic Cotton für 38 Euro mit Sticks plus Puff-Prints drauf. Von daher das auf jeden Fall gerne mal auschecken. Dann versteht ihr auch, warum ich hier so eine Bewertung gebe. Und das heißt, schlussendlich sind wir bei einem Gesamtrating von 2,6 von 5 möglichen Punkten. Und das ist alles andere als gut. Und ihr habt es ja auch gesehen, was die Punkte sind, die das ganze Produkt noch etwas runterziehen. Ich würde euch definitiv empfehlen, lieber noch einen Aufpreis zu bezahlen und dann wirklich qualitativ hochwertige Produkte zu bekommen, die sich auch dementsprechend anfühlen. Und vor allem hier bei dem Heavy Zip Hoodie finde ich es eigentlich sehr, sehr dreist, den hier als Heavy Zip Hoodie zu deklarieren, weil es doch eine ganz normale GSM-Anzahl ist und der alles andere als heavy ist. Das heißt, wenn ihr wirklich einen heavy Zip-Hoodie haben wollt, dann macht da entweder einen Aufpreis oder kauft euch einen normalen Standard-Zip-Hoodie, dann ist der auch genauso schwer wie der heavy Zip-Hoodie von Statement Clothing. Und mehr gibt es da eigentlich auch nicht zu sagen. Ihr habt alle meine Punkte gehört, deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Brandcheck. Peace.